Nun, die vergangene Sitzungswoche konnte maßgeblich von der CDU-CSU-Fraktion geprägt werden. Ein Höhepunkt war ohne Zweifel die Regierungserklärung der Kanzlerin zum europapolitischen Thema Brexit. Große Herausforderung, damit muss man sich beschäftigen, auch im deutschen Parlament. Das haben wir getan. Ja, und ganz wichtig aus unserer Sicht, unser Stempel, den wir dieser Sitzungswoche aufdrücken konnten, das Thema innere Sicherheit. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Kongress zu diesem Thema mit verschiedenen Podien zum Thema Cyberkriminalität, zum Thema organisierte Kriminalität, Einbruchsdiebstahl, ein Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt, dass wir verhindern, dass organisierte Banden permanent in Wohnungen einbrechen und die Leute, die dann betroffen sind, natürlich auch traumatisieren. Die SPD geht da unseren Weg noch nicht mit. Wir wollen nicht nur härtere Strafen, wir wollen auch bessere Ermittlungsmethoden durchsetzen. Da zieren sich die Genossen noch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Druck da ein bisschen höher wird. Nicht zuletzt mit Blick auf die anstehenden Wahlen. Da gibt es ja einen wenig erfolgreichen Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Da wäre es auch gut, wenn wir das, was wir umsetzen wollen beim Thema Einbruchsdiebstahl, auch umgesetzt bekommen. Dann haben wir im Plenum selbst wirklich wichtige Gesetze verabschiedet. Neustrukturierung des Bundeskriminalamtes, ein ganz wichtiger Punkt, damit man schlagkräftiger wird. Die Fußfessel für Gefährder, dass man gerade die Kontrolle über diese Personen, die als Gefährder bekannt sind und Anschläge planen möglicherweise, dass man die besser unter Kontrolle hat. Ja, und abschließend haben wir durchgesetzt, dass wir auch diejenigen härter bestrafen, die Rettungskräfte, Polizeibeamte, Sanitäter, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute nicht nur bepöbeln, sondern teilweise sogar auch verletzen. Das ist eine unerträgliche Tendenz, die da in der Gesellschaft erkennbar ist. Menschen, die unser Wohl im Auge haben, die uns helfen wollen, werden angegriffen. Das wollen wir nicht weiter hinnehmen. Das muss härter bestraft werden. Auch das haben wir diese Woche durchgesetzt. Und so kann man sagen, die zurückliegende Woche hat einen ganz klaren Stempel der CDU-CSU-Fraktion bekommen. Es war die Woche der inneren Sicherheit. Wir haben viel umsetzen können. Wir waren sehr erfolgreich. Und deswegen sind wir auch sehr zufrieden mit dem Ablauf der vergangenen Sitzungswoche.